guten Tag und willkommen aus dem Vivarium des Zoo Basel. Wir stehen hier im Keller bei den Aufzuchtanlagen für unsere Schwarzschwanz-Antennenrochen. Wie der Name schon sagt, ist der Schwanz eigentlich als lange Antenne ausgebildet. Man kann es bei diesen Tieren sehen. Das ist ungewöhnlich. Der Schwanz ist etwa 8-mal so lang wie die Scheibe. Ihre Augen sind viel kleiner als bei anderen Süßwasserrochenarten und sie sitzen nicht so hoch auf. Andere Rochenarten vergraben sich gerne im Sand und ihre Augen blicken praktisch über den Sand. Das würde bei den kleinen Augen der Rochen nicht funktionieren. Die Schwarzschwanzantennenrochen vergraben sich gar nicht im Sand, wie andere Rochen das tun. Wie bei so vielen Reptilien, Amphibien und Fischarten ist es so, dass private Halter und Züchter ganz wichtig sind für die Erhaltung der Arten, weil sie sehr viel Zeit, Geld und Energie in diese Arten investieren. Und so haben private Züchter in der Schweiz diese Rochenart schon gepflegt und gezüchtet, bevor sie überhaupt wissenschaftlich beschrieben wurde. Die Welterstzucht geht auf 2009 zurück und wir haben von diesen Züchtern unsere Ursprungstiere erhalten. Und wir hätten eigentlich vorgehabt, diese Tiere, die man hier sieht, in andere Zoos zu geben, damit der Zoo Basel nicht mehr der einzige Zoo bleibt, der diese Tiere hält und züchtet. Die Transporte waren organisiert. Sie hätten nach Tschechien und Polen in Zoos gehen sollen. Und eine Woche bevor der Transport stattfand, musste er abgesagt werden, weil die Grenzen aufgrund der Corona-Krise geschlossen wurden und wir die Tiere jetzt nicht mehr transportieren können. Auch hier helfen wiederum die Kontakte zu unseren privaten Züchtern, die sich nämlich bereit erklärt haben, uns in der Not zu helfen. Wir sehen, die Tiere fressen, sie wachsen, sie werden immer größer. Wir erwarten bald die nächsten Tiere. Wir platzen hier aus allen Nähten, was Rochen angeht. Und deswegen haben die privaten Züchter uns Hilfe versprochen, indem sie die Rochen zumindest zeitweise in ihre Anlagen mit aufnehmen können, bis sich die Corona-Situation so verändert hat, dass wir die Transporte dann doch noch durchführen können, weil die Tiere sind auf jeden Fall aufgrund ihrer Seltenheit sehr gefragt in anderen Zoos. Und ein Beispiel mehr, das aufzeigt, wie wichtig eine gute und erfolgreiche Kooperation zwischen privaten Züchtern und Zoos auch wirklich ist.